Oh oh. 10 Sekunden. Das wird super knapp. Ich muss noch was essen. Ich habe keine Heal Potion dabei. Komm schon. Wieso dauert es so lang? 1 Sekunde. Hallo und herzlich willkommen im Urlaub, sage ich jetzt mal. Wir sind heute mal so ein bisschen woanders unterwegs. Der ein oder andere kennt das hier vielleicht schon. Ich wollte euch als erstes mal ganz herzlich für euren Mega-Support danken. Ihr seid echt die Besten. Danke für 29.100 Subscriptions hier auf YouTube. Und wenn ihr es noch nicht getan habt und die Videos gerne schaut, dann lasst doch ein kostenloses Abo da. Für euch ist es nur ein Klick und damit würdet ihr mir und meinem Kanal aushelfen. Ganz, ganz lieben Dank an euch alle. Wir sind heute auf Fjordur unterwegs. Das ist eine der neuen Modded Maps, die es zurzeit so gibt. Und wir haben die Map schon mal gemeinsam angeschaut. Ich habe die schon mal ganz kurz vorgestellt. Jetzt ist es aber soweit und es gibt hier einen neuen, kein Dino, sondern ein neues Tier. Ich denke mal, das ist ein Säugetier. Ein sagenumwobenes Säugetier. Das werden wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen, hoffentlich. Wir müssen das erst finden. Wir sitzen hier noch am Obelisken. Und ich habe natürlich Tomcat mitgebracht. Steh mal auf, du. Und zeig dich mal. Geht das? Wo willst denn du hin? Nicht weglaufen. Ich sehe dich noch nicht mal. Das wäre nicht so gut. Okay. So. Da sind wir wieder. Tomcat ist schon ganz gut hochgelevelt. Und hat immer noch 20 Levels übrig. Ne? Die stecken wir einfach mal in Melee-Damage. Go, go, go. Ja, ich war fleißig. Wollen wir wirklich nur in Melee-Damage gehen? Bisschen komisch. Ich dachte, ich hätte ihn schon hochgelevelt. Wieso hat er denn jetzt wieder 20 Levels dazu bekommen? Egal. Wir gehen einfach in Melee-Damage. So. Level 262. Super gut. Und dann starten wir jetzt einfach mal und gucken, ob wir irgendwo so einen Fenrir finden. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, wo es die gibt. Die gibt es ja noch nicht lange. Die gibt es jetzt, glaube ich, seit irgendwie 2-3 Tagen oder so. Oh, ein Mammut. Von dem her ist es noch schwer zu sagen, wo genau es die gibt. Das ist noch ein Mammut. Was hast du denn getötet? Ein Schwein. Und das war... Was war das? Was ist das? Eine Katze. Eine kleine Katze. Wir haben eine große Katze dabei. Okay. Wir sind jetzt momentan hier unterwegs. Und suchen, ich denke mal, so Richtung Osten. Ich glaube, so Richtung Osten sollte es hier auf dieser kleinen Insel diese Katzen, diese sagenumwobenen Tiere geben. Es sind keine Katzen. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich schon genau, was es ist, weil ich die Tiere ja schon gespoilert habe in einem New Special vor nicht allzu langer Zeit. Und die sind jetzt tatsächlich schon da. Ich verrate mal noch nicht zu viel. Wir haben sie noch nicht mal gefunden. Ihr werdet die auf jeden Fall erkennen, wenn ihr die seht. Die sehen nämlich nicht aus wie irgendwas anderes, was hier sonst so rumläuft. Die sind schon ziemlich einzigartig, denke ich. Okay. Ich mache mich jetzt einfach mal auf die Suche. Schau mir so ein bisschen die Map an. Wir haben die ja noch nicht aus Bodenperspektive gesehen. Wir sind da so ein bisschen drüber gesegelt. Aber so vom Boden aus sehen die Maps natürlich noch viel cooler aus. Und da findet man dann erst die ganzen Details und so. Fjordur ist echt eine schöne Map. Ist ein bisschen frosty hier, ne? So ein bisschen kühl. Trotz Rüstung, minus 1 Grad. Also wir hätten vielleicht sogar eine Fellrüstung mitnehmen sollen. Habe ich jetzt nicht. Wir haben nur die Tech-Rüstung dabei. Und nicht vergessen, wenn ihr nicht mehr auf Genesis 2 unterwegs seid, dann braucht die Tech-Rüstung wieder Element. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch Element mitnehmen. Ich habe auch ein bisschen Element dabei, damit wir notfalls so ein bisschen fliegen können, falls das vonnöten sein sollte. Da ist ein Enki. Da ist ein Archie. Oh, von den Katzen sieht alles so klein aus. Sie sehen aus wie Babytiere. Das sind Trudons. Wir hauen besser ab. Ja, die Katzen sind einfach mega groß. Was haben wir denn da oben? Da ist irgendein Rudeltier, ne? Oh, Kanos und Juti. Nix wie weg. Den legen wir uns nicht an. Oh, aber die legen sich mit uns an. Wir können auch ein paar Drops mitnehmen. Das sind hier ganz spezielle Drops. Die sehen hier ein bisschen anders aus auf Fjordur. Was da drin ist.
Schuhe. Die können wir hier lassen, glaube ich. Nicht. Wir nehmen nur die richtig guten Sachen mit. Wir müssen das alles hochladen und dann bei uns auf unserer Map wieder runterladen. Was macht denn der Bronto da? Okay. Die sind hier ziemlich kletteraktiv, die Brontos. Da geht es ein ganzes Stück runter. Bam. Ja. Und jetzt heißt es einfach suchen. Die sind, glaube ich, ziemlich selten. Das heißt, es kann durchaus einen ganzen Moment dauern, bis wir die finden. Nicht beißen. Was soll denn das? Diese Wildschweine. Jetzt haben wir wenigstens was zu essen. Oh, Wölfe kommen auch noch. Was ist denn los hier? Chillt mal. Okay. Ja, also wir müssen nämlich noch hochrecken. Tomcat hat jetzt Hälfte Hitpoints. Das dauert noch ein ganzes Weilchen, bis Tomcat hier hochgeheilt ist. Aber jetzt hat er auf jeden Fall was zu fressen. Ja, da bin ich wieder. Ich sag mal so, ich habe ein paar neue Informationen. Ich habe festgestellt, dass es in den Drops hier auf Yerdur solche Runensteine gibt. Und genau diese Runensteine brauchen wir, um in die Welt der Götter zu kommen. Oder Jotunheim, wie die hier heißt. Und in Jotunheim gibt es dann auch die Tiere, die wir suchen. Das sind nämlich ziemlich göttliche Tiere, wie gesagt. Und dementsprechend muss ich jetzt erstmal ein paar Drops finden. Ich mache den mal leer, dass ich den, dass wir den nicht mehr hier haben. Und ich weiß, dass der schon gelootet ist. Der hält nämlich noch ein Weilchen. So, Granatenblueprints brauchen wir nicht. Und dann bin ich jetzt erstmal auf Drop-Hunt. Und jeder dritte Drop oder so hat dann so einen Runenstein da mit drin und dabei. Oh, da müssen wir über den... Über den großen See, ne? Das heißt, wir brauchen noch ungefähr, ganz grob, würde ich sagen, 12 Drops. Damit wir die Runensteine zusammen haben. Und mit den 5 Runensteinen brechen wir dann auf in die Welt von Jotunheim. Ich glaube, wir sind relativ schnell im Wasser, ne? Ja, das geht schon. Wir haben super viel Stamina. Wir zischen da fix rüber. Holen den Drop. Da vorne ist, glaube ich, ein roter Drop. Der links kommt erst runter, da haben wir ein bisschen Zeit. Das heißt, wir gehen erstmal nach rechts und dann wieder zurück nach links. Und ich glaube, wir schwimmen, weil im Wasser sind die Katzen unendlich schnell. Ihr seht, das ist besser als jedes Jetski. Wir brauchen aber Element, während ich das mache irgendwie. Ach, weil ich untergetaucht war, ne? Hat nur den Helm aufgeladen, alles gut. Okay. Dann melde ich mich mal zurück, wenn ich 5 von diesen Runensteinen habe. Vielleicht ist da ja direkt wieder einer drin, mal gucken. Juhu. Da ist ein Dillo. Kann mal checken. Oh nee. Okay. Ja, also auch auf der Map sieht es wohl so aus, dass die ganz gerne mal im Boden stecken. Das heißt, wir brauchen möglicherweise doch noch ein paar mehr Drops. Und wenn wir die nicht looten können, dann, ja, dann brauchen wir einfach noch ein paar mehr. Okay. Ich mach mal weiter und melde mich mit den Runensteinen zurück. Willkommen zurück. Wir sind wieder beim blauen Obelisken. Ich glaube, das geht nur am blauen Obelisken. Also ihr merkt schon, ich bin nicht top informiert. Wir gucken uns das jetzt erstmal alles an und lernen selbst ein wenig. Ich habe die Katze einfach mal eingepackt. Ich habe ein bisschen Angst, dass Tomcat nicht mitkommt sonst. Und ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe einige von diesen Steinen gefunden. Es gibt nämlich gerade in den High-Level-Drops, in den roten, teilweise durchaus mehrere Steine in einem Drop. Also, das ist nicht ganz so schwierig, die zu finden, wie gedacht. Ich habe nicht gleich gesehen, dass es mehrere gibt. Ich habe die einfach einkassiert und habe dann irgendwann gesehen, dass wir auf jeden Fall genug haben. Genau. Wir haben jetzt 5 hier drin. Können die jetzt verwenden in diesem Boss-Menü praktisch unter Tribut, um nach Jotunheim zu reisen. Und die Option gibt es natürlich nur hier auf Fjordur. Und das andere sind einfach alles die Boss-Fights. Also das ist die einzige Parallelwelt, die es hier gibt. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach. Ich doppelklick das mal und guck mal, was passiert. Ah ja, auf geht's. Sieht komisch aus. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Das ist dann irgendwie die Welt der nordischen Götter oder so. 30 Tames dürfen wir mitnehmen. Und ich weiß nicht, wie lange wir da drüben sein dürfen. Ich weiß nicht, ob das ein Bossfight ist. Ich weiß gar nichts. Wir werden sehen. Oh je. Ich habe kein gutes Gefühl. 3, 2, 1, go! Freeze. Wir warten.
Bäm. Da sind wir. Es ist saukalt hier. Mir frieren die Füße weg. Minus 90 Grad, okay. Gut. Wir sind nicht optimal vorbereitet, sage ich mal. Wir nehmen mal die Katze raus. Der ist es ja egal, oder? Die hat wenig Fell. Aber der geht's ganz gut, ne? Verdauung funktioniert noch. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit zurück? Ich glaube, hier geht's zurück, ne? Wir haben keinen Timer oder irgendwas. Wir können, glaube ich, so lange hier bleiben, wie wir wollen. Also, so lange, wie wir überleben. Okay, und ich bin fast tot. Gut, wir reisen wieder zurück. Schaffen wir das rechtzeitig? Mal schauen. 30 Sekunden! So lange halte ich nicht durch. Nein! Wir haben eine Fackel. Bringt die was? Wo ist die? Da ist die Fackel. Kann ich was essen? Ein Steak oder so? Essen? Oh oh. 10 Sekunden. Das wird super knapp. Ich muss noch was essen. Ich habe keine Heal Potion dabei. Komm schon. Wieso dauert es so lang? Eine Sekunde. Wir haben überlebt. Okay. Gut. Ich glaube, wir müssen hier erstmal einen Außenposten errichten. Oder wir reisen nach Hause und holen uns einen Otter und gescheite Ausrüstung. Minus 90 Grad. Wie kann man das denn überleben? Ich glaube, das Maximum, was wir bisher in Ark hatten, war so minus 30 vielleicht. Minus 90 ist natürlich eine andere Nummer. Okay. Ich denke, wir reisen nach Hause, holen uns eine Fellrüstung, holen uns unseren Otter und kommen dann wieder. Ich denke, das ist der beste Plan. Ansonsten könnte es so ein bisschen haarig werden da drin. Ich weiß ja auch nicht, ob das die gängige Temperatur ist. Oder ob es da vielleicht nachts noch kälter wird. Das ist alles schwer zu sagen, ne, Tomcat? Das wissen wir noch nicht. Das müssen wir noch rausfinden. Auf jeden Fall sah es da ganz cool aus. Da gibt es dann den gleichen Kreis wie hier auch. Mit diesen ganzen Tieren. Und ja, es ist super kalt. Okay, ich pack mal die Sachen. Reise kurz zurück auf unsere Genesis 2 Welt und komme dann wieder mit der entsprechenden Ausrüstung und ein bisschen Unterstützung. Bis gleich, Tomcat. Herzlich willkommen zur Kochshow mit Neiches und Weasel. Wir sind wieder zu Hause in der Basis und wir brauchen dringend Barfood, um das Ganze zu überstehen. Da gehe ich von aus. Deswegen bauen wir uns jetzt erstmal den S plus Cook. Wie heißt das Ding? Cooking Pot. Tech Cooking Pot. Ist super teuer. Wir brauchen dafür Element. Wir brauchen 8 Industrial Cooker. Also unendlich teuer. Das ist eins von diesen High-End Endgame-Items, die es in der S-Plus-Mod gibt. Da gibt es ja eben auch die Forges und so. Haben wir es schon mal angeschaut. Jetzt haben wir das erste davon gecraftet. Und stellen den einfach mal irgendwo mitten hier mit rein. Ja, der ist ja nicht so groß. Hier passt gut bei den Kühlschränken. Ne? Ich stell den einfach so davor. Bam. Okay, sieht aus wie ein Ei. Okay, und das Ding können wir jetzt nutzen, um uns da hoffentlich unser Gemüse zu kochen. Können wir das pullen? Oh, das wäre total gut. Da muss ich nicht die Ressourcen zusammensuchen. Das ist nämlich mega aufwendig, kochen in Ark. Oh, ich liebe die S-Plus-Mod. Wir brauchen das Priya Curry, so heißt es. Und das gibt uns Hypothermic Insulation, also so Isolation gegen Kälte sozusagen, ne? Und dann brauchen wir noch nichts. Wir craften da jetzt 10 von. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Ansonsten hätte ich jetzt die ganzen Ressourcen einzeln zusammensuchen müssen. Gut, es geht auch relativ schnell mit der S-Plus-Mod. Aber das ist total angenehm. Genauso wie die Repair-Station und das alles. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass die hier steht. Ich repariere die Sachen immer noch von Hand teilweise. Das sind dann immer die Umgewöhnungsphasen. Ich spiele schon so lange Ark. So, wir haben jetzt 20 von diesen Curries. Wir haben eine schöne Fellrüstung mit 2 Teilen, die nicht schlecht sind. Mastercraft ist auf jeden Fall gut. Und Ascended ist auch ziemlich nice. Das andere sind alles Standard-Items. Beziehungsweise das hier ist, was gefunden ist. Ist aber auch Primitive. Hat irgendwie 2,6 mehr Rüstungswert und ein bisschen Insulation mehr als die normale Hose. Ja, Buff-Food, Fellrüstung und Otter auf der Schulter. Außerdem eine Fackel haben wir eh schon dabei. Die können wir uns ja da reparieren und neue Ressourcen und so holen. Das ist alles kein Stress.
Ich glaube, das sind jetzt erstmal die Sachen, die wir machen können, ne? Der Otter gibt uns Insulation. Das kennt ihr bestimmt schon. Also wir haben jetzt aktuell Hypothermal Insulation von 267. Wenn ich den Weasel wegwerf, dann haben wir nur noch 160. Also die Otter und so bringen total viel. Man kann auch Pinguine nehmen oder die Metrodons, aber die kann man nicht auf die Schulter setzen. Das heißt, ein Otter ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Und dann sind wir, glaube ich, wieder startklar und brechen einfach wieder auf. Ne? Muss mich dann noch dran gewöhnen, dass wir nicht fliegen können, weil wir Fellrüstung tragen. Aber für den Moment haben wir ja noch die Skins an. Ne? So, das wird alles hochgeladen. Bam, bam, bam. Und Weasel auch. Der müsste auch von der Schulter her. Nee, kann man nicht. Der muss erst runter. Okay, wusste ich gar nicht. Jetzt können wir Weasel auch hochladen. Und dann sind wir im Prinzip startklar, ne? Ich glaube, Weasel hat nichts gedroppt. Nö. Wir machen uns wieder auf die Socken. Zurück nach Jotunheim. So, da sind wir wieder. Zurück auf Fjordur. Und hier können wir mal checken, wie unsere Hypothermal Insulation im Moment ist. Die ist bei 620. Das ist schon ziemlich gut. Wir hauen uns jetzt noch so eine Suppe rein. Wo ist denn die Suppe? Da ist die Suppe. Das bringt ja fast nichts. Okay, bringt tatsächlich ziemlich wenig. Vielleicht, weil unser Wert schon so hoch ist. Vielleicht skaliert es dann nicht mehr so stark. Ich weiß es nicht. Eigentlich bringt die Suppen schon ein bisschen was, ne? Aber wir haben auch jetzt standardmäßig schon einen wirklich hohen Wert. Okay. Tomcat, bist du bereit? Wir haben jetzt Weasel auf der Schulter. Ich habe eine Rüstung an, die ist zwar komplett repariert und in bestem Zustand, aber wenn uns irgendwas zustößt und wir ein Rüstungsteil verlieren, dann werde ich wahrscheinlich innerhalb von ein paar Sekunden tot sein. Das heißt, ich sollte möglichst auf Tomcat sitzen bleiben, am besten gar nicht absteigen. Das Ganze wird ziemlich, ziemlich gefährlich. Also wir begeben uns da wirklich in ein Hochrisikogebiet. Und wenn ich sterbe, dann verlieren wir auch Weasel. Das wäre super uncool. Und dann müssen wir uns auch erstmal wieder einen Otter suchen, bevor wir überhaupt wieder nach Jotunheim aufbrechen können. Also drückt mir die Daumen. Okay, wir starten. Bam, bam. Zum Glück habe ich so viele von diesen Runensteinen gesucht und gefunden. Das lohnt sich jetzt. Ich wusste nicht, dass wir die wirklich alle verwenden würden. 5 haben wir noch in Reserve. Okay, auf geht's. Mal schauen, ob das jetzt passt. Oder ob mir immer noch zu kalt ist. Wir hätten vielleicht noch was zu essen mitnehmen sollen. Und? Gleich sind wir wieder da. Da sind wir. Eisklotz. Wie viele Hitpoints verliere ich denn? Ja, okay. Wie soll das funktionieren? So jedenfalls nicht, ne? Ich glaube, das wird nichts. Das ist ja ein bisschen albern, oder? Wir haben doch... Wir haben Weasel auf der Schulter, wir haben eine Fellrüstung an. Wie viel? Ich habe nur 40 Fortitude. Ich glaube, wir müssen 80 Fortitude skillen oder so. Oh, wie doof. Ich will endlich die Welt hier erkunden. Das sieht total cool aus. Das sind so Eis... weiß nicht. Spikes? Das sieht komisch aus. Sehr spitze Felsen. Wir haben noch kein Tier gesehen. Das ist eigentlich ganz gut, dann können sie uns nicht angreifen. Aber ich bin noch ein bisschen überfragt, wie wir das jetzt managen sollen. Ich denke, ich muss jetzt so einen Trank einwerfen. Einmal resetten und dann müssen wir mehr Fortitude skillen. Ansonsten haben wir da gar keine Chance. Ich würde sagen, wir brauchen 80 oder mehr Fortitude. Was ist ein normaler Wert für Fortitude? So 50 bis 60 auf kalten Maps, ne? Das ist schon viel. 50 hatte ich, glaube ich, früher immer. Gut. Da führt wohl nichts dran vorbei. Heieiei. So, da sind wir wieder. Kochen mit Helmut diesmal. Auf geht's. Wir brauchen einmal ein Mindwipe Tonic. Crafted Foods? Wie sieht denn das aus? Das habe ich, glaube ich, tatsächlich erst ein- oder zweimal gecraftet. Mindwipe Tonic. Das ist nicht günstig. Ich hoffe, wir haben alles da. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Cool. Bam. Wir haben keine Rare Flowers. Wieso nicht? Dann sind die nicht in Reichweite. Wir haben doch noch 20 Rare Flowers. Wollte mich veräppeln.
Ach, die Bienen. Haben die Bienen die aufgegessen? Müssen wir mal gucken. Moment. Wir haben, glaube ich, die meisten den Bienen gegeben. Ich weiß nicht, wie gefräßig die sind. Sollen wir mal schauen. Vielleicht dürfen wir das aus dem Bienenstock nicht rauspullen. Hallo, Beanies. 17 Honig. Okay, die sind nicht so gefräßig. Da können wir ein paar Blumen entwenden. Das ist kein Problem. So. Die packen wir dann erstmal mit dem Honig in den... Ja, doch. In den Kühlschrank. Damit die nicht schlecht werden. Und dann können wir uns da rauspullen, was wir brauchen. Ah ja, gut. Ich muss dringend das Zeug loswerden. Gut, dass wir mal da reingucken. So. Wir haben jetzt ein bisschen Honig. Und wir haben auch Rare Flowers am Start. Hier ist der Kochpot. Nächster Versuch. Versuchen wir es. Gut. Mindwipe. Tonic. Pull. Craft. Oh. Ich will gar nicht wissen, wie lange es dauert, das zu kochen. Okay, wir bekommen gleich zwei. Da packen wir mal eins hier in den Kühlschrank. Das ist nämlich ultra kostbar. Und dann trinken wir eins. Are you sure? Me very, very sure. Okay. Jetzt muss ich die Endgrounds wieder lernen, oder? Nein, muss ich nicht. Okay. Super gut. Wurde das gefixt? Ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Die Engrams? Nein, wir müssen wieder alle lernen. Okay, das mache ich dann alleine. Das wird super spannend. Oh nee. Da kann ich umstellen, also man kann das in der INI, in der Game INI konfigurieren, dass die automatisch freigeschaltet werden. Und wenn man das macht und dann hier hochlevel, so wie ich das jetzt mache, dann werden die immer Stufe für Stufe freigeschaltet. Das Ganze ist ultra laggy und dauert Stunden über Stunden. Das heißt, es ist gut, dass wir das nicht aktiviert haben. Da freue ich mich gerade sehr drüber. Wir gehen ein bisschen in Fortitude. Machen wir das mal zuerst, weil das das Wichtigste ist aktuell. Da gehen wir mal dann auf, ich würde wirklich sagen, wir gehen auf 80 oder so. Ist ja auch nur mal sicher gehen. 80. Das ist das Doppelte, was wir vorher hatten. Wir haben jetzt schon 300 Hyperthermal Insulation, nur mit dieser Exosuit. Da kommt dann noch der Otter drauf, das Bufffood, die Rüstung, die Fellrüstung. Also das sollte dann schon wieder eine ganze Ecke mehr sein. Sollen wir auf 100 gehen? Das ist übertrieben. Ich will danach eigentlich nicht nochmal umleveln. Ich habe aber Angst, dass es nicht funktioniert. Wir gehen mal auf 100. Weil das ist total übertrieben. Dann gehen wir hier ordentlich in Hitpoints. Wir brauchen aber auch wieder Gewicht, dass wir die ganzen Waffen tragen können. Gehen wir mal auf 500. Wir brauchen ein bisschen Stamina zum Rumlaufen. Food brauchen wir nicht. Wasser brauchen wir nicht. Movement Speed ist cool, ne? Mit 2 Movement Speed. Und Rest packen wir hier in Hitpoints und im Gewicht. So. Rest geht im Gewicht. Bam, bam, bam. Gut. Jetzt muss ich halt die... Theoretisch für die Tech-Rüstung muss ich erstmal wieder die Engrams lernen, die ich überhaupt tragen darf. Aber das hat im Moment keine Priorität. Gut. Ich breche wieder auf. Wir müssen einmal hoch und uns wieder hochladen. Und dann können wir es nochmal versuchen. Jotunheim, die dritte, ne? Okay, da sind wir wieder und wir haben jetzt einen Wert von 756, was auch noch nicht so richtig viel ist, ehrlich gesagt. Wir sind jetzt bei 800 und ich vermute, wir brauchen mehr, weil das sind ja jetzt nur, ich glaube, 200 mehr als vorher ungefähr. Ich weiß nicht, irgendwas mit 600 hatten wir und wir sind so schnell gestorben, dass ich davon ausgehe, dass das nicht reichen wird. Wir probieren das jetzt trotzdem aus. Wenn es nicht reicht, dann liegt es einfach daran, dass wir eine bessere Rüstung brauchen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich komplettes Ascendant Fur Gear. Also praktisch die komplette, oder Mastercraft, die komplette Fellrüstung in bestmöglicher Qualität. Und ihr seht schon, das macht große Unterschiede. Die Handschuhe, die normalen, geben nur 34 Hyperthermic Insulation. Und die Mastercraft-Sachen geben zum Beispiel hier schon das Doppelte. Das macht also einen großen Unterschied. Und dementsprechend wird das dann wahrscheinlich der Punkt sein, ne? Der uns so ein bisschen davon abhält hier. Das ist Ascendant, bringt 144 Insulation. Also die Sachen bringen dann bestimmt das Doppelte, wenn die ordentlich sind. Wir könnten 3 Teile noch austauschen und upgraden. Dafür würde ich mir dann extra eine Mod holen, damit wir das auf jeden Fall zeitig hinkriegen. Ansonsten müssten wir halt so lange looten und suchen und warten, bis wir irgendwann mal das Gear haben, um hier Jotunheim besuchen zu können. Wir machen das jetzt noch einmal zum Testen. Ich glaube, dass es nicht reichen wird, aber wir können es auf jeden Fall mal versuchen. Ich kann zusätzlich noch die Fackel rausnehmen
Das bringt uns auch nochmal so ein bisschen was. 813. Sehen wir halt nicht, aber das bringt auch was. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Wir haben den Otter. Wir haben eine Katze, die nichts bringt. Fellrüstung, Barfoot, 100 Fortitude und eigentlich schon relativ gutes Fell. Also zwei richtig gute Fellteile. Die muss man auch erstmal finden. Und wir haben den Eisblock. Ich verliere wahrscheinlich auch schon wieder ziemlich schnell Hitpoints. Ja, also das funktioniert so nicht. Wir brauchen merklich mehr Fortitude, ansonsten haben wir da gar keine Chance. Das heißt, wir müssen das Ganze erstmal abbrechen. Wir haben zumindest mal Jotunheim gesehen. Und um hier wirklich die Welt abchecken zu können, müssen wir jetzt eine gescheite Rüstung ranholen. Das heißt, wir holen wahrscheinlich die Upgrade Station mit dazu. Das ist eine schöne Mod zum Sachen upgraden. Und mit der sollten wir dann unsere Fellrüstung upgraden können und hier nochmal nach Jotunheim schauen können. Im Vanilla wird das wirklich lange dauern. Also ich gehe davon aus, selbst ein größerer Tribe wird schon sehr, sehr lange brauchen, um eine Fellrüstung zusammenzusuchen, die so gut ist. Wir hatten eh schon relativ viel Glück mit den Teilen. Also ich denke, das Ding können wir so verwenden, wie es ist. Die anderen Teile werden wir auf jeden Fall upgraden müssen. Also wahrscheinlich sollte jedes Item irgendwie so Richtung 150 Fortitude mindestens bringen. Also nicht Fortitude, sondern Insulation. Ansonsten bringt es gar nichts. Also wir brauchen einen viel höheren Wert. Wir sind jetzt bei 800, aber das ist viel zu wenig. Ich denke, wir brauchen eher 1500. Und dafür brauchen wir auch einen besseren Kopf. Also wir brauchen allgemein richtig, richtig krankes Gear. Ja, das ist dann das, worum ich mich erstmal kümmern werde. Und wir müssen hier jetzt erstmal ja, uns geschlagen geben, leider. Wir kommen nicht nach Jotunheim, beziehungsweise wir überleben da nicht lange. Reinkommen tun wir schon. War auf jeden Fall mal ganz interessant. Wir haben es jetzt zum ersten Mal gesehen. Wir wissen wieder ein bisschen mehr über die neuen Tiere. Die heißen übrigens Fenrir. Das sind sagenumwobene Riesenwölfe. Und die gibt es eben nur in diesem Jotunheim. Und da müssen wir hin, um die zu zähmen. Ne? Wir wollen auf jeden Fall so ein paar von den Wölfen. Ich glaube, man kann die nachzüchten. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich sogar zwei davon. Wir werden also ziemlich lange da drin unterwegs sein. Und dementsprechend sollten wir gucken, dass wir auf jeden Fall Gear dabei haben, was uns das auch ermöglicht, ohne zu große Gefahren einzugehen. Ich brauche auch ein bisschen mehr Buff-Food wahrscheinlich. Einfach, weil es so saukalt ist. Wir haben nur noch 11 Food. Und ich verliere ja immer ganz gut Hitpoints. So. Ja, also mal gucken, wie das hier weitergeht. Ist auf jeden Fall, finde ich, eine richtig coole Idee, hier auf der Map, die ja sowieso schon riesengroß ist, zusätzlich noch eine weitere Welt zu integrieren, in die man sich so rein teleportieren kann, finde ich eine coole Idee. Ist natürlich ganz praktisch, wenn die Welt nicht ganz so groß ist, dann ist es auch nicht ganz so laggy. Und wenn man möchte, kann man sich ja jederzeit hier mit so ein paar Runensteinen rüber teleportieren und einfach mal ein bisschen Urlaub auf einer anderen Karte praktisch machen, ohne reisen zu müssen. Ich habe jetzt echt genug vom Reisen. Es geht hin und her und es dauert mit den Ladezeiten. Ist nicht so mein favorite thing hier, die zwischen den Maps hin und her zu reisen. Aber ich werde direkt nochmal zurückreisen müssen, um die Upgrade Station aufzubauen und uns ein paar gescheite Rüstungsteile ranzuholen. Und ich denke, wir machen das jetzt auch einfach noch ganz kurz. Müssten wir eigentlich schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video schon ist. Ich sitze hier wirklich schon ein ganzes Weilchen und versuche hier irgendwie uns die Reise nach Jotunheim zu ermöglichen. Wir gehen jetzt wieder rüber auf Genesis 2 und versuchen das jetzt nochmal mit den Upgrades, dass wir auf jeden Fall alles startklar haben und dann bei Zeiten zurückkommen können, um uns hier so ein Tier zu zähmen. Kann ja nicht sein, dass das nichts wird. Wir müssen heute wenigstens die Vorbereitung schaffen. Ich muss halt dann auch wieder Runensteine suchen. Es gibt sehr viel zu tun. Welcome back! Wir sind wieder auf Genesis 2 und wir stellen uns jetzt die Upgrade Station her. Ich glaube, die müssen wir in der Smithy oder so herstellen. Upgrade? Also hier können wir sie jedenfalls nicht herstellen. Mal gucken, was mit der ist. Die haben wir jetzt auf jeden Fall im Modpack dabei. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Upgrade. Geht nicht. Gibt's nicht. Was ist da los? Wieso gibt's keine Upgrade Station? Die muss ich erst lernen. Das wird sein. Nein, auch nicht.
Das ist komisch, weil hier ist sie ja. Die heißt doch Upgrade Station. Okay, jetzt haben wir sie auf jeden Fall. Da gibt es auch Blueprint, Augment Station und so weiter. Und die... ach ja, die Metallversion davon. Upgrade Station. Stellen wir mal die normale her, oder? Die sieht eh irgendwie stylischer aus. Oder wollen wir die Metallvariante? Was meint ihr? Da ist irgendwie ein Kühlschrank oder so dabei. Ich habe immer die normale aus Holz gebaut bisher. Das heißt, wir können ja mal die aus Metall herstellen. Wir sind ja schon ein bisschen weiter. Wir können uns das leisten, oder? Das ist die Metallvariante. Die kostet Crystal, Electronics, Metal und Polymer. Mach das mal. Dann stellen wir die oben mit dazu vielleicht. Bei unserem Ressourcenhäuschen. Ich glaube, da ist die gut aufgehoben, weil das Ganze wird auf jeden Fall ressourcenintensiv. Helmut wartet schon. Bist du bereit, Helmut? Helmut ist allzeit bereit. So, hier unten stellen wir das einfach irgendwo davor. Wie wäre es hier? Neben das Fenster so ein bisschen. So. Das wird unsere Upgrade Station Location. Bam! Und hier können wir jetzt unsere... Ah, ich habe die Rüstung vergessen. Das ist doof. Okay, wir stellen uns kurz Rüstung her. Ich glaube, wir haben auch noch einen Teil hier im Schrank. Ach so. Wir haben sowieso nicht genug Rüstung, genug Ressourcen, um die Sachen alle richtig gut abzugraden. Ich glaube, wenn wir Mastercraft oder Ascended upgraden wollen, dann wird das so teuer, dass ich auch erst wieder ganz ordentlich Ressourcen farmen muss. Wir stellen uns jetzt erstmal... Fellrüstung her. Wir brauchen... Also wir haben einen guten Kopf und wir hatten gute... Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Okay, ich glaube, ich muss erstmal die Rüstung holen, ansonsten wird das nichts. Ich muss nochmal zurück und muss die Rüstung mitnehmen. Wir können uns auch neue herstellen, aber es ist dann noch teurer. Das heißt, wir holen uns die Ascendant und dieses... Was war denn das? Moment, ich finde es raus. Okay, Kopf und Schuhe ist das, was wir schon haben und das andere Zeug brauchen wir. Gut. Tut mir leid, ist schon ein bisschen verplant. Ich bin auch schon echt lange dabei. So langsam vergeht mir doch ein bisschen die Lust. Aber wir müssen unsere Sachen jetzt noch weiter upgraden. Wir kommen so nicht weiter. Wir stellen uns einmal... Muss ich erst wieder lernen, ne? Fur. Das ist halt wirklich eine Odyssee. Aber das nächste Mal wissen wir dann, wie es funktioniert und können das Ganze so ein bisschen einfacher gestalten. Gut. Dann stellen wir uns einmal die Brust her, die Handschuhe und die Hose. Kopf und Schuhe haben wir schon relativ gut. Jetzt schauen wir mal, dass wir die anderen Teile mindestens ebenso gut hinkriegen und gucken, was das Ganze kostet. Und je nachdem werde ich dann die anderen beiden Rüstungsteile auch noch upgraden. Wahrscheinlich werden wir das sogar machen müssen, einfach weil es da so kalt ist, dass wir so nicht über die Runden kommen. Aber das müssen wir ausprobieren. Dann werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal reisen müssen, bevor wir dann wissen... was wir alles brauchen, um diese Temperaturen überstehen zu können. So, jetzt können wir das Zeug upgraden. Dafür brauchen wir halt die Ressourcen wieder. Und wie machen wir das am schlauesten? Ich glaube, wir können das so nicht pullen, ne? Nee. Attempt Upgrade. Wir brauchen die ganzen Ressourcen dafür. Da gehen wir zurück zur Smithy. Ich hol die mal fix. So. Also Fell wird uns auf jeden Fall ausgehen, das kann ich jetzt schon sagen. Bam, bam. Jetzt upgraden wir das Ganze. Wir haben keinen Blueprint für irgendwas. Wenn wir da einen Blueprint hätten, dann müsste der eigentlich in der gleichen Kiste sein. Ich habe extra geguckt. Und dementsprechend müssen wir die Sachen jetzt von null aus upgraden. Wir haben jetzt 65, 34 und 65. Also die Handschuhe und die Schuhe geben, glaube ich, ein bisschen weniger Insulation standardmäßig als die restlichen Teile. Okay, wir starten jetzt einfach mal. Attempt Upgrade. Bam! Ramshackle. Mit 69. Das ist nicht toll. Bam! Apprentice. Ich habe keine Ahnung, was das kostet. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Das Teil hat jetzt schon 79, was auch viel zu wenig ist. Wir haben 2200 Fell. Das ist das Wichtigste. 2100... Jetzt noch die Hose. Nochmal die Hose. 105. Okay. Das ist schon Journeyman. Journeyman. Journeyman und Apprentice machen wir auch nochmal einmal. Okay.
Jetzt sind die alle Journeyman mit 105, 89 und 50 Hypothermic Insulation. Das ist alles zu wenig. Wir brauchen noch die Augment Station. Die muss ich, glaube ich, auch noch lernen. Ich glaube, es war die Augment Station, die wir brauchen. Die stellen wir mal fix her. Augment? Crafting? Hull? Kostet Metall und Polymer. Und da drin können wir dann, glaube ich, wieder Teile craften, mit denen wir die Rüstungen verbessern können. Und zwar verschiedene Werte der Rüstungen. Stellen wir mal hier daneben. Das snappt so da dran. Bam, bam. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was das ist, was wir suchen. Lower wollen wir nicht. Wir wollen keine niedrigen Stats. Wir wollen hohe Stats. Weapon Durability brauchen wir nicht. Weapon Damage. Armor. Increases Armor wollen wir nicht. Armor Durability wollen wir nicht. Hypothermic, das wollen wir. Kostet natürlich Pelt. Wer hätte es gedacht? Das können wir aber... Was wird das denn? Okay, das können wir irgendwie pullen. Ich weiß nicht, warum da Kuchen drin gelandet ist. Komisch. Okay. Wie auch immer. Wir können uns jetzt auf jeden Fall diese Sachen herstellen. Warum kam denn der Kuchen hierher? Den hatte ich aber definitiv nicht dabei. Auf jeden Fall ist der Kuchen jetzt auch hier drin. Und die Teile können wir jetzt verwenden. Was kosten die denn genau? 25 das Stück. Wir stellen mal direkt 50 her. Machen wir mal 30. So, dann hat das Ding was zu tun. Die können wir verwenden, um die Rüstung jetzt abzugraden. Und zwar funktioniert das, keine Ahnung wie. Müssen wir ausprobieren. Ich glaube, wir müssen wir die da reinpacken. So. Augment Item, genau. Wir haben jetzt 105 Hypothermic Insulation. Bam. Und jetzt haben wir 140, das ist total gut. 180. Und jetzt ist es so, dass jedes Item eine bestimmte Qualitätsstufe hat. Und zwar geht das bis Mastercraft oder Ascended. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das höchste ist. Und die Item-Levels an sich sagen aber noch nicht so viel aus. Also ein Item, was Mastercraft ist, das kann gut sein, das muss aber gar nicht so gut sein. Es kann auch sein, dass ein Item, was eine Stufe schlechter ist, dann tatsächlich von den Werten her besser ist. Und dementsprechend ist das eben ganz, ganz unabhängig von den, also nicht ganz unabhängig, aber so ziemlich unabhängig von den Qualitätsstufen. Und wenn wir jetzt ein Item wollen, was besonders, machen wir Licht an, besonders gut ist, dann können wir das eben augmenten und dadurch die Werte direkt erhöhen. Aber es gibt halt bei jeder Item-Qualitätsstufe einen maximalen Wert dieser einzelnen Statistiken. Das heißt, irgendwann erreichen wir den maximalen Journeyman-Wert von der Insulation und kommen dann nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen die Sachen weiter upgraden, um dann da weiterzukommen. Dementsprechend packen wir die nochmal hier rein und upgraden die alle noch einmal. Aber da ist kein Fell mehr drin. Das Fell ist jetzt irgendwie hier gelandet, ne? Wir haben nur noch 900 Fell. Okay. Ich hoffe, das reicht. Sollen wir mal schauen? Journeyman? Oh, das reicht nicht. Wir haben jetzt einmal Mastercraft. Und jetzt reicht es nicht mehr. Wir brauchen jetzt mehr Pelt, um die anderen Sachen auch upgraden zu können. Wir können aber zum Beispiel schon dieses Brustteil hier reinpacken. Können das augmenten. Das ist jetzt bei 93. Und das sollte jetzt deutlich höher kommen. 118, 137, 156. Oh, das ist aber zäh. Das ist auch ganz zufällig. Das kann richtig viel bringen oder auch ziemlich wenig. Das bringt es eigentlich relativ gleichmäßig. Das war ein guter Schritt, ne? 318. Machen wir mal weiter. Das ist deutlich günstiger, als die Items abzugraden. 375, 400. Wir sind immer noch nicht am Maximum angelangt. Okay, 500 reicht, glaube ich. Wir machen mal auf allen Items 500. Und dann können wir auch direkt mal schauen, was das bringt. Allein dieses Item. Wir haben jetzt 280. Jetzt haben wir 800, nur mit dem Item. Also das wird auf jeden Fall dann die richtige Schiene sein, die wir fahren müssen, um die entsprechenden Werte zu bekommen und Jotunheim besuchen zu können. Gut, müssen wir so ein bisschen mit der Mod aushelfen, aber dann funktioniert das auch. Okay, das war's dann erstmal für heute. Wir müssen leider Schluss machen, weil wir schon unendlich lange unterwegs sind. Mal gucken, wie lang die Folge wird. Ich hoffe, die hat nicht allzu viel Überlänge. War auf jeden Fall trotzdem ziemlich spannend, denke ich. Wir haben mal alles gemacht, was man machen kann, um so einen Insulation-Wert hier in die Höhe zu treiben.
und sich da für so ein kaltes Gebiet zu wappnen. Und das nächste Mal werden wir dann auch tatsächlich dahin aufbrechen und uns endlich mal die neuen Fenriers angucken. Ich freue mich schon mega drauf. Ich hoffe natürlich ihr genauso. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Ark Genesis. Macht's gut und bis dann.